So, wir sind wieder zurück zu Kerbal Space Program, euer Xodus hier. Und ja, ich musste da mal kurz was klären und deswegen gab es hier einen kleinen Cut. Passt zum Glück genau in die Folge rein. Jetzt will ich mich mal ein bisschen drehen. Nee, machen wir eher so. Denn ich glaube, es ist Zeit. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch auf gar keinen Fall. Erstmal fliegen wir noch ein bisschen. So, dann machen wir, geben wir mal ein bisschen Vollgas hier. So, können eigentlich noch hier unten das Ding aktivieren. Die kleine Kugel. So. Und jetzt sind wir ungefähr im freien Raum. So, was haben wir denn da? Jetzt können wir uns mal ein bisschen. Ja, genau. So, jetzt drehen wir uns mal ein bisschen. So, es klappt zum Glück gut. Und ich denke mal, es ist Zeit für einen kleinen Außeneinsatz. Ja, kannst du denn schon irgendwie IFA Report? Ja, wunderbar. Senden wir. Achso, also, den haben wir jetzt drinne. Ja, sieht ja ganz gut aus. Können wir direkt wieder rein. Es gibt ja noch ein paar Punkte. So, Transmit Data. So, Stop Transmitting. So, Transmitting Done. Jetzt frage ich mich mal, warum ich keinen Strom kriege. Doch, ich kriege ganz langsam, kriege ich Strom rein. Direct Sunlight, machen wir ein bisschen so, haben wir mehreres. Ja, damit haben wir schon mal unsere ersten Punkte verdient. Auch wenn die Mission scheitert. Doch jetzt kommt es zum Showdown. Wir werden jetzt versuchen, auf Minmus zu landen. Warum habe ich hier keinen Punkt? So, das Ganze dauert natürlich ein bisschen länger. So, da haben wir den Punkt. Ich habe mich schon gewundert. So, wir sind natürlich jetzt sehr langsam. Die ganze Mission dauert Echtzeit quasi, glaube ich, bereits 5 Tage. So, jetzt müssen wir uns ganz langsam annähern hier. Wir sind wirklich sehr langsam. So, jetzt, komm, ein bisschen noch. So, wunderbar. Wir sind jetzt quasi im Einflussbereich von Minmus. Und ich sehe auch schon, es ist genau da Sonne, wo ich landen will. So, was haben wir denn hier? 17.000. Ich hätte gerne irgendwie 20. Kriegen wir das hin? 23. Ja, so ganz genau geht das ja nie. So, jetzt müssen wir nur den Punkt suchen. Sind natürlich immer noch sehr träge. Haben quasi mit 303 Meter die Sekunde quasi fast Startgeschwindigkeit, wenn wir uns gerade aus dem Orbit bewegen. Aus den ersten Schichten. So, jetzt wird es interessant. Da oben ist der Punkt. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns mal so langsam dahin bewegen. So, irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Ich weiß noch gar nicht wieso. Jetzt noch ein Stückchen zurück. So, langsam, aber sicher haben wir jetzt den gewünschten Punkt erreicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Aber Zeit haben wir genug, sind ja schon 5 Tage im Weltraum. Ja, ein bisschen runterfahren hier. 7, 6, 5, ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Ungefähr eine Minute, denke ich. So, komm, fahren wir runter hier. So, und jetzt geben wir wieder ein bisschen Gas. So, müssen ein bisschen hart abbremsen. Aber da können wir ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Gucken wir mal, wie das Ganze von außen aussieht. Hier ruckelt es komischerweise nicht mehr. Also können wir da hinten können wir den Minmus schon sehen.
Sieht gut aus, würde ich sagen. Können wir hier noch einen Crew Report machen? Wunderbar, komm, senden wir direkt ab. Wir brauchen schon Strom heutzutage. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen runter. Der Kreis schließt sich. So, und jetzt geht's. Hoppala. Jetzt geht's darum, ungefähr so eine Höhe von 20.000 zu machen. Ja, wird immer weniger, wird immer weniger. Sieht gut aus. Ja, wir nähern uns. So, 30. Und ja, fast ein bisschen zu nah, aber das macht nichts. So, können wir den Punkt schließen. So, jetzt haben wir natürlich, um Himmels Willen, ist das natürlich alles andere als äquatorial. Jetzt gucken wir mal, dass wir das irgendwie noch einigermaßen. Ja, hier hätte ich gern Manöver, glaube ich. Ja, das sieht. Hätte Manöver. So, das Ganze ziehen wir jetzt ein bisschen hoch. Nee, das war irgendwie falsch. Ja, so richtig gerade ist das immer noch nicht. So, ja, muss ja jetzt auch nicht so genau sein. Und ja, gucken, dass wir irgendwie hier so landen in dem Dreh. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Na komm, beweg dich. So, dann machen wir das so. Hier ruckelt das vielleicht nicht so. Ja, wie soll ich den Punkt denn jetzt treffen? Guck mal hier, wie das hier wubbelt, ey. Das ist ja irre. Können wir nur den ungefähren Punkt machen. Also hier ist das Zentrum des Wackelns, glaube ich. Wir nähern uns jetzt erstmal an. Es dauert ja noch 15 Stunden. Halleluja. Ja, da können wir ruhig mal ein bisschen Gas geben hier. So. Na, da hinten dreht sich das alles schön weiter. Der Minmus dreht sich auch. Kleines bisschen schneller. Dass wir so circa eine Minute haben, denke ich. Ja, eine Minute wird reichen. Na, noch ein ganz kleines bisschen hier. Also das ist eine exakte angenehme Geschwindigkeit, um da vielleicht so langsam mal den Landeanflug anzusetzen. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen in Position hier, beschleunigen noch ein bisschen raus, müssen ja zum Glück nicht so viel beschleunigen. Ja, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, aber passt schon. So, jetzt werden wir den Kreis noch ein bisschen verengen hier. Ja, komm. Ich hab, wenn er sich so träge bewegt, habe ich immer so die Angst, dass ich keinen Strom mehr habe. Aber Strom habe ich eigentlich genug. Extra noch zwei Batterien eingepackt. So, was ist los, Käuschen? Ja, ist gleich auch schon Futterzeit hier für die Katzen. Deswegen muss ich Ding mal schnell gelandet kriegen, weil die fangen schon an hier zu randalieren. So, und jetzt schließen wir den Kreis. So, ja, irgendwie ist. Ich habe wirklich sehr wenig FPS in dieser Runde, glaube ich. Warum auch immer, weiß der Geier. So, ja. Ich kann mal sogar auf diesem Berg da landen, hä? So, da würde ich gerne landen. Ungefähr. Ungefähr.
Ja. Kann man schon mal rausgehen, das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. So, mal so, ich kann besser aus der Perspektive landen. Jetzt gehen wir, entfernen wir uns natürlich noch so ein bisschen. So, wir dürfen nur nicht zu viel beschleunigen. So, denn jetzt geht es langsam abwärts. Möchte ich gern schon irgendwie. Genau. Genau, hier, so gefällt mir das, so gefällt mir das. So, jetzt ruckelt das aber wirklich hart wie Sau. Ich werde da gleich mal eben was gucken müssen, woran es liegt. Wir sehen uns gleich wieder. So, und es lag natürlich an einem riesigen Absturz, den ich da hatte. Und da ist mir dann leider auch die Tondatei von Sausen gegangen. Und naja, machst du nix. Deswegen sind die nächsten, also das, was jetzt noch kommt, und der nächste Part höchstwahrscheinlich nachsynchronisiert, was natürlich ein bisschen blöd ist, machst du nix. Vor allen Dingen wüsste ich gar nicht, was ich jetzt so noch hier 10 Minuten in der ersten Folge labern sollte. Ja, was sehe ich denn hier? Ich befinde mich immer noch im Anflug auf Minmus, sehe da Kirbin im Hintergrund und ich glaube, ich habe da gerade eine Landeposition gesucht, die, wie sich hinterher herausstellt, nicht mehr ganz so gut zu sein scheint, wie ich mir dachte. Aber naja, lass uns mal drauf ankommen. Da bin ich natürlich noch ein bisschen am Verbessern und ein bisschen am Machen und am Tun. Das Ganze dauert mir im Endeffekt eigentlich ein bisschen zu lange. Ich war da sehr ungeduldig. So, jetzt geht es noch ein bisschen schneller runter. Ich wollte da unten in diesem schönen grünen Tal landen und nicht auf diesem Berg. Ich weiß gar nicht, ob man das gleich noch irgendwie sieht. So, genau, da wollte ich ein bisschen langsamer machen. Ja, vielleicht kann man die Chance ja mal nutzen. Ich habe ja jetzt hier, glaube ich, so meine 10 Minuten, wo ich mal ein bisschen doofes Zeug labern kann. Und weil da ja gerade eh nichts Spannendes passiert, außer dass ich hier gucke, wie ich lande. So, jetzt habe ich eh gemerkt, oha, da lass dich einfach fallen. Lass dich einfach fallen. Irgendwann springe ich auch das Ding da ab hier, womit ich gerade die ganze Zeit mal abbremse. Das Schöne am Mimus ist halt, wir haben sehr, sehr wenig, obwohl das Schöne ist, das sage ich jetzt gerade noch so, wir haben sehr, sehr wenig Anziehungskraft. Das heißt, man braucht unheimlich wenig Energie, um da zu landen, sehr wenig Sprit, um da zu landen. Doch es wird sich gleich auch noch als Fluch darstellen. Denn die Landeposition ist nicht gut gewählt. So, jetzt habe ich mal die Beinchen ausgefahren. Jetzt ärgere ich mich eigentlich auch schwarz. Ich hätte einfach doofes Zeug weiterreden sollen. Vielleicht wäre ja gar nicht aufgefallen, dass das jetzt nachsynchronisiert ist. So, ja, da bin ich gerade noch ein bisschen am Gucken hier. Ja, wo komme ich denn da runter? Wie sieht es denn da unten aus? Ich kann jetzt leider auch gar nicht die Geschwindigkeit sehen, weil es sehr, ja, weil es sehr unscharf ist. Ich habe mich auch die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass der Planet mir die ganze Zeit nicht anständig angezeigt wird, sondern eher so unscharf. Aber ich bin jetzt bereits auf einer Höhe, wo es, glaube ich, höhere Gebirge gibt auf Minmus. Oh, da habe ich nochmal schnell die Höhe gecheckt. Weil die Anzeige ist ein bisschen genauer, weil die Anzeige, die man oben hat, entspricht immer dem Nullpunkt des Planeten, quasi der Seelinie, der Meereslinie. So, jetzt habe ich gerade mal die Bremskapsel da, die Bremsstufe abgeschossen, weil daran wollte ich mich da orientieren, wie weit es da noch abwärts geht. So, genau, jetzt habe ich mal ein bisschen Gas gegeben da. So, und spätestens jetzt fällt mir auf, da wo ich landen will, ist es nicht gerade waagerecht. Aber im Moment warte ich auch eigentlich nur darauf, dass da unten die Bremsstufe explodiert, damit ich ungefähr weiß, wie hoch ich bin, wann ich bremsen muss. Oh, jetzt gebe ich schon ein bisschen mehr Gas, aber ich denke,
So hoch bist du gar nicht mehr. So, und da ist die Bremsstufe explodiert. So. Schon, es ist schon echt merkwürdig, sich selbst beim Zocken zuzugucken. Muss ich ja jetzt mal sagen. So, und ja, ich lasse mich da jetzt gerade einfach mal fallen. Da habe ich noch gar nicht realisiert, wie viel Sprit ich wirklich in dieser Kapsel habe. So, da fällt mir aber auf, oh, das ist ja quasi fast eine Steilwand. So, jetzt ist sonst irgendwas anderes noch explodiert, ich wusste, keine Ahnung, was es war. Und jetzt versuche ich da natürlich ganz gekonnt zu landen. Was natürlich nicht klappt, oha. Ich dachte, bevor ich da jetzt in einem Feuerball runterrolle. Gucke ich lieber mal, was da jetzt so passiert. Ja gut, da unten scheint es ein bisschen flacher zu sein. Komm, wir versuchen es da unten mal. So, das ist das Schöne an dieser geringen Anziehungskraft. Ich habe also wirklich kaum Kraft verbraucht. Allerdings ist es auch richtig schwer, da an so einer steilen Wand zu landen. Weil es federt irgendwie ein bisschen. Und jetzt wollte ich da unten da in diesem Tal landen. Bin da auch auf gutem Wege hin. Sprit haben wir ja genug. So, man kann auch so Fax machen. Das hätte man auf dem Moon nicht machen können. Da wäre ich, glaube ich, sofort abgestürzt. So, da wollte ich jetzt ein bisschen bremsen. Ha, vielleicht ist es ja ein bisschen flacher da, wo ich jetzt lande. Oh ja. Sieht ganz gediegen aus. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber alles noch im grünen Bereich. So, und da ist mir aufgefallen. Ah, Mensch, da ist es ja immer noch. Wann fängt denn das Tal eigentlich an? Das sieht alles sehr viel kleiner aus, als es ist, wenn man da landet. Das hatte mich dann ein bisschen gestört. Ich dachte jetzt so langsam, da unten kommt das Tal, aber nein. Es ist wirklich sehr steil da. Ein bisschen ab. Vielleicht ist da unten ja noch ein bisschen Tal, wo man landen kann. Ich hätte im Prinzip, ich habe genug Sprit gehabt, ich hätte da vorne noch in den Krater landen können, den man da am Horizont sieht. Es hätte vielleicht mehr Sinn gemacht, wäre zumindest gerader gewesen. Aber gut. Lassen. Jetzt versuche ich da mal zu landen. Ist natürlich noch genauso steil wie vorher. Aber man kann sich ja jetzt nicht immer so anstellen. So, und jetzt hüpfe ich da so ein bisschen wie so ein Gummiball rum. Oh, das gefällt mir immer noch nicht so. Es ist merkwürdig, sich so beim Zocken zuzugucken. Ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Da meckert sogar meine Katze. Aber da muss es doch. Nee, da wäre ich fast noch explodiert. Aber irgendwann bin ich dann, denke ich mal, doch im Tal angekommen, so einigermaßen. Und es war zum Glück nicht das Tal des Todes. Ich habe auch versucht, so einigermaßen gerade wie möglich runterzukommen, um dann nicht wieder so abzuprallen. So, das sah für mich jetzt aus wie das Tal. Komm, jetzt versuch's es mal. Und ich dachte, komm, jetzt gibt's einfach mal kein Gas hier. Na doch, da war das schon, okay. Da, oh, komm, noch ein Stück. Das war eine unheimlich nervend aufreibende Sache, weil ich jeden Moment dachte, mir knickt ein Beinchen weg.
Aber es ist ja zum Glück nicht passiert. So, aber das halte ich jetzt für eine einigermaßen sichere...